Herr von Anderen, Sie können jetzt reinkommen. So, Herr von Anderen, wir haben das Fachliche besprochen. Sie haben gezeigt, Sie sind kompetent, den Fluxkompensator zu bedienen und die Magnetschwebebahn wieder in die Gänge zu bekommen. Jetzt möchten wir aber auch mal Sie ein bisschen kennenlernen. Was war bisher Ihr größtes Erfolgserlebnis? Ja, vielen Dank für die Frage. Das Aufgabenfeld in meiner letzten Firma war sehr vielfältig. Unter anderem habe ich mich darum gekümmert, sämtliche Organisationsstrukturen erfolgreich zu bereinigen. Mich würde jetzt noch interessieren, welche Rolle Sie normalerweise im Team einnehmen. Ich bin ein richtiger Teamplayer, aber vor allem übernehme ich gerne Führungspositionen im Team und kümmere mich um die wirklich wichtigen Belange. Und wären Sie dann auch bereit, umzuziehen? Natürlich wäre ich bereit, für diesen Job umzuziehen. Obwohl ich eigentlich sehr heimatverbunden bin und damit meine helle, schöne Wohnung draußen im Grün aufgeben müsste. Und Herr von Andern, mich würde noch interessieren, wo Sie sich in 5 Jahren sehen würden. In 5 Jahren? Da habe ich mich hervorragend in Ihr Team eingefunden und wir arbeiten gemeinsam an den Zielen dieser Firma. Und zum Abschluss noch eine letzte Frage. Was machen Sie denn eigentlich gerne in Ihrer Freizeit? Klassische Musik, Klavierkonzerte, Schubert. Ich höre gerne Richard Schubert. Ja, vielen Dank, Herr von Andern, für das angenehme Gespräch. Wir melden uns bei Ihnen. Boah, was meinst du? Nee, der ist es nicht. Wieso? Ach, nee, dem kann man keinen Spaß haben. Dann eher den von gestern, oder? Ja, davon feiern. Passt besser zu uns. Machen wir.